Also, Glocke läuten. So, guten Morgen, Stella. Wie sieht's denn mit deiner Stimmung aus? Seelentröster. Umarme dich mal. Super. Yeah. Ah ja, wir wollten ja zu dieser Bucht. Wo ist sie denn? Da. Das ist ja einzigartig, der Speiseplan bisher. Moossteinbucht entdeckt. Wir sollten zu dieser Insel rüber. Vielleicht finden wir dort etwas Interessantes. Na denn. Was für ein majestätischer Baum. Gut, du kannst ihn fällen. Ja, das ist wirklich in Ordnung, ich schwöre es. Es gibt einfach keinen besseren Weg, an das Holz zu kommen, das du brauchst. Aber keine Sorge, die wachsen im Laufe der Zeit wieder nach. Ein weiteres interessantes Detail über das Immerlicht. Zu viel an Bäume. Glückwunsch. Jetzt bist du zum Tod geworden, dem Zerstörer der Welten. Nur ein Scherz. So läuft das nun mal. Nur zu, fälle noch ein paar Bäume. Dann können wir zurück aufs Schiff und das Feld mit den ganzen Ahornstämmen bauen. Ich werde beim Boot warten. Okidoki. So, gucken wir mal. Habe ich den Dreh immer noch nicht so raus? Ups. Ah, jetzt aber. Ups. Mm-hmm.
Auf geht's. Das sieht doch gut aus. Dann bauen wir das mal dahin. Sieht besser aus, als ich gedacht hätte. Es hat dieses gewisse Etwas. Schlicht, aber elegant. Jetzt musst du dort nur noch diese Feldsamen sehen. Samen wachsen nur an den dafür vorgesehenen Orten. Gartensamen gedeihen auf dem Feld nicht. Das musst du erst gar nicht versuchen. Aber du kennst mich ja. Mir würde sogar ein Plastikkaktus eingehen. Also verlass dich nicht allzu sehr auf mich. Es gibt jedenfalls nur einen Ort, wo wir finden könnten, wonach wir suchen. Theodora hat sich auf Samen spezialisiert. Er hat einen Laden in Hummingberg, dem geschäftigsten Städtchen in dieser Gegend. Theodora und seine Brüder haben Raccoon Inc. gegründet. Eine zwielichtige Kette mit sehr lockeren Moralvorstellungen. Ja, in dieser Welt gibt es ein ernsthaftes Problem mit dubiosen Geschäftspraktiken. Ich möchte nicht, dass du übers Ohr gehauen wirst. Deshalb werde ich mitkommen und das Reden übernehmen. Ich bin diesem dreisten kleinen Waschbären schon einmal begegnet und seine Unredlichkeit war eklatant. Also machen wir uns auf den Weg nach Hummingberg. Dann hauen wir ab nach Hummingberg. Oh Gott, ist das niedlich, diese Animation. Bist du Hummingberg? Ja. So, da du ja jetzt wieder mit Farmen beschäftigt bist, hast du bestimmt nichts für mich, oder? Stella, was hast du denn? Weißt du, ich freue mich unheimlich, dass du hier bei mir bist. Aber das überrascht mich kein bisschen. Es passt alles zusammen, dass du hier bist und dich während meiner letzten Stunden um mich kümmerst. Andere waren dir schon immer so verdammt wichtig. Du hast alle beschützt, die du beschützen konntest. Sogar pedantische Snobs wie mich. Weißt du noch, wie mein Vater die Katze angebrüllt hat? Wir waren gerade erst mit der Grundschule fertig. Du hattest diese blauen Turnschuhe mit den glitzernden Anhängern an. Und du hast meinem Vater die Leviten gelesen, als hättest du eine heilige Mission. Vater ist rot angelaufen und hat die violette Delano-Vase zerschmettert. Es war super. Na, wenn dich das freut. So, jetzt sind wir ja bald da, nicht? Sieht gut aus. Hummingberg entdeckt. Wir sind hier. Kaufen wir ein paar Samen. Theodora hat auf dieser Insel einen Laden. Statten wir ihm einen Besuch ab. Dann machen wir das. Sieht denn? Ja, ich hoffe, dass mein nächstes Spiel bald bereit sein wird. Ich habe alle Zahlen überprüft und 5 Nächte lang an der Theorie gearbeitet. Wenn man sich die Beherrschung schwerer Waffen der Berggnomen-Rasse ansieht, gibt es natürlich eine coole Synergie mit der Schurkenfähigkeit Ausweiden auf Stufe 3. Klar, es ist etwas schräg, aber hey, 5D20 und automatische kritische Treffer aus liegender Position sind einfach unschlagbar, oder nicht? Ja. Na gut, gehen wir mal dahin. Sieh dir diesen Schrein genau an, Stella. Er ist einfach bemerkenswert. Bestimmte Objekte in dieser Welt haben eine besondere Beziehung zur Seelenfährfrau und zum Immerlicht.
Dieses Monument soll die Fähigkeiten des Immerlichts verbessern können. Die beiden Aussparungen müssen gefüllt werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du den Schrein mit Obolussen aktivieren könntest. Aber um Obolusse zu erhalten, musst du mehr Seelen auf deinem Schiff willkommen heißen. Du wirst sicher noch mehrere verlorene Seelen wie mich finden. So. Was bist du denn? Die Bank am Ende des Kais ist mein Lieblingsort. Dort ist es wunderschön und friedvoll. Vor allem nach einem langen Tag bei der Arbeit. Oh nein, ich hätte dir nichts davon erzählen sollen, wenn der Ort mein Geheimnis bleiben soll. Ja, hab nicht zugehört. So. Da ist Theodore. Nur zu, sieh dir seine Waren an. Mal gucken wir mal. Kaufen, verkaufen. Komm ruhig näher, potenzielle Kundin. Willkommen bei Raccoon Inc. Wir versorgen Hummingberg schon seit Ewigkeiten mit Gütern. Du hast die Glimps, ich habe die Waren. Ich habe alles, was du möchtest, um deine wohlverdienten Glimps loszuwerden. Komm ruhig näher. Also, was soll ich eigentlich kaufen? Diese Preise sind haarsträubend. Damit wird er nicht durchkommen. Möchtest du zusehen, wie ich diesem Händler zur Schnecke mache? Klar, ja. Hau rein. Gut, dann mal los. Ja. Theodore, ich weiß, was du im Schilde führst. Und du solltest dich schämen, du Ramschpanda. Ja. Wegen Gesellen wie dir haben wir Mittelfinger. Was? Aber meine Dame, was soll das bedeuten? Meine Freundin hier ist die neue Seelenfährfrau. Aber sie ist nicht von gestern. Genauso wenig wie ich. Deine kleine Masche funktioniert bei uns nicht. Aber ich kann dir versichern, dass meine Geschäftspraktiken absolut korrekt sind. Ich warne dich, du betrügerisches, gestreiftes Wiesel. Dieses Verhalten werde ich keine Sekunde länger dulden. Keine Gaunereien und Betrügereien mehr. Einfach nur faire Preise. Also, hör sofort auf mit deiner Unehrlichkeit. Und beim nächsten Mal werde ich versuchen, netter zu sein, wenn du dich schlauer verhältst. Verstanden? Aber, ja, natürlich. Ich verspreche, dass ich meine Preise senken werde. Bitte schimpf nicht mehr mit mir. Ich gebe dir sogar einen Rabatt. Das höre ich gerne. Hey, du! Ja, du! Deine Freundin hat es diesem gierigen Händler aber so richtig gegeben. Ihr seht beide so gut aus, als könntet ihr der Obergeschossbande beitreten. Du möchtest doch hier hoch, nicht wahr? Ich kann es in deinen Augen sehen. Ich kann nicht lügen. Hier oben ist es wirklich ziemlich cool. Ja, nur die besten Leute sind hier oben. Aber freu dich nicht zu früh. Irgendein Idiot hat die Leiter zerdeppert. Um hier hochzugelangen, müsstest du übermenschliche Sprungkräfte besitzen. Du könntest natürlich auch die Treppe im Haus benutzen, aber ein anderer Idiot hat den Schlüssel verloren. Nun ja, man sieht sich. Lang lebe die Obergeschossbande. Okay. So, erstmal kaufen wir hier Samen. Samen. Mais, Flachs, Kaffeebohnen. Kaffee. Die wollte doch Kaffee haben. Boah, ist aber teuer. Mhm.
Wenn du alles hast, was du brauchst, werde ich mich verdrücken. Du kannst so lange hier bleiben, wie du möchtest. Wir treffen uns dann am Kai. Was soll ich denn nun schon wieder reden? Ich hab doch mit ihr geredet. Naja, gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Hier geht's gar nicht weiter. Ich suche hier nach dem richtigen Haus, um eine Familie zu gründen. Meine Frau möchte, dass sie etwas findet, das unseren Ansprüchen gerecht wird. Ein Garten, vielleicht ein Schwimmbecken. Ich verlange nicht viel. Ich kann mich einfach nur nicht entscheiden. Ich weiß, dass du mir nicht helfen kannst, aber es hilft, die Dinge auszusprechen. Vielleicht finde ich ja ein verborgenes Juwel. Sag Bescheid, wenn du es gefunden hast. Dein Hut ist einfach toll. Bei Raccoon Inc., unserem Krämerladen, gibt es nur minderwertigen Krempel. Samen, Holzstämme, Steine, alles nutzlos. Ich brauche so einen Hut wie deinen. Nee, das ist meiner. Komme ich jetzt hier wieder raus? Hier, Schornstein. Geht nicht. Habe ich verstanden. Na gut. Hier vielleicht? Machen wir einfach mal ein Kaffeekränzchen. Okay, das hat schon mal nichts gebracht. Da ist ja was. Warum habe ich noch mal Samen gekauft, wenn ich die ganze Zeit welche finde? Also Leute, kauft keinen Samen. Das ist Quatsch. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir alles, ne? Sowas? Ne. Gut, schick aus. Okay, dann machen wir hier jetzt Schluss. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Oder auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade.